Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Düring und zwar heute live hier aus Nürnberg. Die Spielwarenmesse beginnt morgen. Heute gibt es schon das große Lego-Event, da hinten in einer halben Stunde mit der Präsentation der neuen Sets von der zweiten Hälfte 2016. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was filmen können. Wir können vielleicht auch einen Designer interviewen. Wenn das alles passiert, dann sehen wir das jetzt gleich. Ansonsten war es das mit der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tatsächlich durfte ich fotografieren und filmen, aber es gibt heute nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ich dort erleben durfte auf der Spielwarenmesse in Essen. Wie zum Beispiel hier diesen riesigen Bagger. Das ist das größte Technikmodell aller Zeiten, so wurde es zumindest erzählt. Über 3000 Teile, kostet allerdings auch über 200 Euro, so um die 250 wohl. Und ist ein Schaufelradbagger. Das kennt man ja vom Tagebau, insbesondere im Ruhrpott. Da ist sowas ja immer noch hier und da mal zu sehen. Man sieht auch ein Förderband sogar, das kann man drehen und wenden, man kann es sperren. Und es fährt sogar, wenn auch langsam, aber das ist ja Realität so. Mehr davon und auch von den anderen Modellen, die ich jetzt gleich noch zeigen werde, gibt es in einer etwas längeren Folge dann am Wochenende, wenn ich mehr Kapazitäten habe. Zum Beispiel von dem schönen Modell hier, wenn wir schon bei Technik sind. Das ist nämlich ein Traktor von Klaas und der kann nicht nur das Gehäuse wenden, sondern das ist eigentlich das Spannendste hieran und das werden wir dann in der längeren Version natürlich auch ausführlich sehen. Er kann die Räder einmal so drehen, dass man enge Kurven fahren kann. Er kann sie aber auch so einstellen, dass man schief fahren kann und dass man irgendwie anders fahren kann. Das soll wohl original sein. Hier sehen wir schon einen kleinen Vorgeschmack. Da hinten stellt man. Und so soll es beim echten Klaas wohl auch sein. Ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Vorne kann man natürlich auch das Gewicht verschieben und. Das, wie gesagt, sehen wir dann in der längeren Fassung. Ach, siehst du, da spielen wir da schon mal ein bisschen rum. Sieht man, jetzt geht vorne mehr als gerade eben. Also ich habe nicht zu viel versprochen. Und auch hinten den Ausleger, den darf und kann man zum Beispiel auch ein bisschen verwenden. Bei Architecture gab es zum Beispiel das Capitol, das sehen wir hier, 21030, auch ein großes Modell für Architecture-Verhältnisse zumindest und mit sogar einer kleinen Figur obendrauf. Das gilt auch hier für das Buckingham Palace, da finde ich vor allem diesen Doppeldeckerbus, den wir da gerade eben sahen, besonders putzig. Ne? Also von nahem sieht es aus wie ein Haufen Legosteine, ist aber ein Doppeldeckerbus. Das wird ab Sommer der Freizeitpark im Friendsland sein mit Riesenrad, mit hier auch ja, etwas, wo einem richtig schlecht wird und eine Achterbahn ohne Acht, aber sie fährt immerhin im Kreis. Und dieser Porsche ist übrigens auch was ganz Besonderes, das ist nämlich ein Erlkönig. Das bedeutet, so wird er im Endeffekt gar nicht aussehen, zumindest außen herum ist das jetzt nur ja, ein Dummy, aber als Form wird man ihn dann so auch erleben. Das Event übrigens auf der Spielwarenmesse stand insbesondere auch im Zeichen von Nexo Knights. Das werde ich auch nochmal ganz ausführlich vorstellen, da konnte ich ein paar Interviews führen, unter anderem auch mit einem der Designer und auch dieses Modell, das wir hier sehen, das wird nämlich dann unter anderem auch nämlich erst in einem halben Jahr wohl ungefähr erscheinen. Das ist übrigens der Böse hier oben. Das habe ich mir ganz ausführlich mal erklären lassen, inklusive auch Darstellung der Personen, die da eigentlich eine Rolle spielen. Und wie gesagt, hier werfen wir einen Blick darauf, was so als nächstes bei Nexo Knight passiert. Also da baut man auf Legos Seite auf sehr viel, inklusive auch auf eine App, die man sich kostenlos holen kann. Und damit kann man sogar überall, wo diese Schilde sind, und davon gibt es schon über 100, überall, selbst auf T-Shirts, auf Events und so weiter werden die Dinger sein können. Da muss man dann einfach nur scannen und schon ja, hat man Superkräfte. Allerdings dann wohl nur virtuell. Ja, vielleicht ja auch mehr. Das muss ich dann selber mal testen. Ja, das hatte ich ja auch schon angekündigt. Jetzt waren die Sets auch tatsächlich mal zu sehen, nämlich die von Angry Birds. Die werden ja schon im April dann rauskommen. Das Ganze passt natürlich zum Angry Birds Film, der dann erscheint und, was ich ja auch schon berichtet hatte, eigentlich gibt es immer eine Möglichkeit, irgendwo einen Vogel mal fliegen zu lassen, und zwar mit einem Katapult zum Beispiel oder eine Rutsche runterrutschen lassen, da sehen wir das da oben zum Beispiel. Hier, da übrigens, das sind die Bösen, das sind nämlich die Schweine, ja, und da sehen wir die Rutsche zum Beispiel. Jo, dann hatten wir hier die Möglichkeit, uns einen Campingwagen anzugucken. Ich weiß, bin mir jetzt nicht gar nicht ganz sicher, ob der nicht vielleicht sogar schon erschienen ist. Da finde ich insbesondere auch putzig hier diesen Bären, glaube ich, auf der Suche nach einem Fisch. Jo. Was auch ein Thema war und ist, ist die neue City-Serie Vulcano, beziehungsweise Vulkan. Da sehen wir den Vulkan, den kann man auch kaufen da in der Mitte, allerdings nur den. Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz so beeindruckend, aber das wurde im Netz ja teilweise schon gemutmaßt. Vielleicht ist da gar kein Vulkan dabei. Doch, leider nicht der, der da gerade glüht da unten, sondern es ist dieser. Und dazu dann auch noch weiter
weitere Gefährte und Möglichkeiten, dann eben mit dem Gestein und mit der Lava dann zu hantieren, Menschen, die Schutzanzüge tragen und. Ja, das war es mit einem ganz kurzen Einblick. Mehr gibt's dann am Wochenende, wenn ich die längere Fassung dann schneide. Bis dahin alles Gute und tschüss.